Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard. Und Sabrina. Von Rudertal, schön, dass ihr wieder dabei habt. Uns freut's. Heute seht ihr uns einmal nicht, sondern nur unsere Hände. Und ganz was Tolles, und zwar von Smart Games haben wir jetzt ein paar Sachen dabei. Ja, was tut man nämlich jetzt in der langweiligen Zeit? Ein bisschen knobeln, dass man nicht einrost. Und da haben wir eben was ganz Tolles für euch gefunden. Genau, und zwar von den Smart Games, die Arche Noah und das Korallenriff. Und die Sachen sind nicht nur für daheim, sondern haben auch für unterwegs super. Und zwar seht ihr es nämlich gleich. Das ist magnetisch. Das heißt, die Dinger können nicht runterfallen. Und was ganz interessant ist, das ist ab 5 Jahre und das ist ab 4 Jahre. Gut, jeder weiß selber, ab wann halt der Kleine soweit ist. Aber ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr klappt es da auf, dann habt ihr da Vorlagen. Nach der Vorlage müsst ihr die Tiere herlegen. Also ich mache jetzt das einmal ganz kurz. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht allzu lang aufhalte mit dem Ganzen. Zack, zack. Es sind immer 48 Aufgaben, die was man lösen kann. So. Genau. Das jetzt sind die Grundaufgabe. Das Ziel vom Ganzen ist, dass man die Tiere, die wir jetzt noch übrig haben, so hinlegt, dass immer das Paar, also das Farbpaar oder das Tierpaar, wie bei den zwei Zebras, zusammen ist. Das heißt, es bleibt jetzt so über, man kann jetzt da die Giraffe einlegen. Das passt so wunderbar zusammen. Dann bei den Hippos ist eh klar. Und dann hat man die zwei noch. Tada! Und die Arche ist voll. Genauso funktioniert das. Und zum Überprüfen, ob wir jetzt die Kleinen richtig gemacht haben, haben da hinten die kompletten Lösungen. Das ist jetzt dann für den Starter und für den Junior. Und dann gibt es wirklich harte Brocken. Wenn man jetzt mal dahinter da schaut, da ist dann nur noch ein Tier da. Das ist vorgegeben. Und dann muss man den Rest so hinlegen, dass das Ganze passt. Und da gehen wir jetzt auch noch schnell rüber, weil das vom fast vom selben Prinzip ist, ist auch magnetisch und so weiter. Das ist jetzt das Korallenriff. Da haben wir jetzt die Sache nochmal runter. Schaut schon mit gleich anders aus. Oh ja, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, es ist gar nicht einmal so einfach, weil man meint, man ist total Ding dran. Da haben nämlich jetzt die Fische da. Und man muss die Sachen so legen, dass die Fische, ich hoffe, ihr seht es, dass die übrig bleiben. Ich hoffe, ich werde mich jetzt nicht blamieren. Aber es kann ganz ruhig sein. Also wir brauchen den lila Fisch, der das soll noch übrig sein. Also das heißt, die zwei haben da rund umeinander. Dann lege ich jetzt das einmal so her. Dann haben wir die schon mal gewonnen. Dann braucht man nur die den Krabbe. Und den Kräner da. Dann lege ich den Kräner. Doch, den Kräner brauche ich auch. Dann bleibt eigentlich nur das fängt über. Schon gut an. Das fängt super gut an. Heute ist aber ein Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen. Da darf das schon sein. Aber jetzt haben wir echt ein Problem. Weil jetzt bleibt da der gelbe Fisch über. Oh wow. So, jetzt aber. Jetzt haben wir alle so zügig, dass wir genau die vier Fische übrig haben. Und wie bei der Arche ist genau so, man sieht dann die Lösungen. Die Lösungswege, ja. Also ich habe es soweit richtig gemacht, auch mit ein paar Startschwierigkeiten. Aber ja, es hat funktioniert. Ich habe 4 Jahre, also. Ja. Aber einen gewissen Alter baut man ab. Ich sag, das sind jetzt die zwei. Ich sage jetzt einmal Heim- und Mitnahmspiele für unterwegs und so weiter. Wie gesagt, wir haben daheim genauso viel Spaß. Nur mit dem Magnet hat man den Vorteil, es kann nichts runterfallen. Und das sind jetzt nicht nur die zwei einzigen Spiele. Es gibt noch viel, viel mehr davon, in den Smart Games. Mhm, da haben wir jetzt zum Beispiel welche da. Die haben einfach schon mal für ein bisschen größere. Mit 120 verschiedenen Aufgaben, wo man halt dann die auch schauen muss, dass man die richtig einbringt. Wird schon ein bisschen kniffliger. Dann gibt es ja noch welche, die wo es dann quasi schon mal ein bisschen mehr in die Höhe geht. Und in ganz anderen Formen. Was auch noch mal ganz interessant ist, schaut dann auch noch ganz schön aus, das Ganze. Ist aber jetzt wirklich nur eine minimale Sache, was wir für euch da haben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt da reinbringen. Das sind lauter Smart Games, also alles von der Firma. Genau. Auf der Rückseite ist auch noch was drauf, auch wenn es jetzt spiegelverkehrt ist. Aber ihr seht, es gibt massig viel,
Wir haben jetzt nur eine kleine Auswahl für euch da. Also wirklich für jede Altersstufe. Aber wie gesagt, wie es immer bei uns ist, wenn wir irgendwas nicht da haben, können wir es euch auf alle Fälle herbestellen. Na, wir haben uns jetzt einmal so die gängigsten und die interessantesten einmal für euch her da. Und Sabrina hat noch ganz was anderes für euch, und zwar für die Kleinen. Ja, jetzt haben wir da mal was von 3 bis 6 Jahren, Farben und Formen. Viele kennen es vielleicht schon von Geschwisterkindern, vielleicht aber auch noch ein bisschen von sich selber. Hat es damals ja jedenfalls bei mir schon in der Richtung auch schon gegeben, wo man einfach wirklich schauen muss, da haben wir die Farben zu den richtigen Formen zuordnet. Mit den Würfeln ist ein recht schöner Zeitvertreib, wo halt die Kleinen wirklich schön viel Spaß haben damit, wo sie es einfach wirklich schön mit den Farben und alles lernen können auf spielerische Art und Weise. Oder aber, gibt ja noch etwas anderes, für noch mehr Kleinere. Aha, die Spannung steigt. Das ist von 1,5 Jahren bis 4. Wo man dann einfach auch schon schauen muss, dass man die Farben richtig einsteckt. Die haben wirklich schön groß, die Teile. Ja, einfach noch für unsere Grobfeinmotorik. Ja. Genau, haben also wirklich 8 verschiedene Formen dabei. Schauen wir es mal um. Von Elefant bis Hund bis Schiff, für jedes Kind was dabei. Ja, eigentlich schon alles soweit gesagt. Das ist einfach Motorik, wo auch gefördert wird wieder. Ja. Es ist mit den Farben wieder, dass sie es lernen, die Grundfarben sozusagen. Genau. Im Endeffekt haben wir uns jetzt ein bisschen gesteigert von, ja, von klein auf groß und jetzt haben wir mittlerweile ganz kleiner gelernt. Genau, aber das ist halt von dem her wieder ganz toll, weil das nämlich in einem Koffer drinnen ist. Das heißt, man kann es dann auch einfach wieder in ein Ding reinrühren und gut transportieren, kann man nichts verlieren. Das ist eine super Sache. Genau, und von daher wünschen wir euch wieder einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend, je nachdem, was ihr gesagt habt. Genau, euer Bernhard. Und Sabrina. Macht es gut. Pfiat euch. Tschüss.